Verkehrstod. Berlins Straßen sind sicherer, als ihr glaubt. 2017 sind in Berlin so wenige Menschen wie lange nicht tödlich verunglückt. Berlin-2017 könnte das Jahr mit den wenigsten Verkehrstoten in der Geschichte des modernen Berliner Straßenverkehrs werden. Darauf deuten die Zahlen hin, die kurz vor Jahresende vorliegen. Bis zum 20. Dezember starben 34 Menschen durch Verkehrsunfälle, wie eine Polizeisprecherin der deutschen Presseagentur sagte. Das sind trotz einer wachsenden Stadt mit dichterem Straßenverkehr deutlich weniger als im Vorjahr 2016, als 56 Menschen bei Unfällen ums Leben kamen. Der bisher niedrigste Wert der vergangenen Jahrzehnte lag 2013 bei 37 Toten. Die meisten Toten in den vergangenen knapp 12 Monaten gab es unter den Fußgängern, von denen 13 starben. Außerdem wurden 9 Radfahrer, 5 Motorrad- oder Rollerfahrer sowie 5 Autofahrer oder andere Insassen getötet. 2 Tote sind in der Statistik unter Sonstige erfasst, das können Fahrer oder Insassen von LKW, Bussen oder Quads sein. 1993 verunglückten noch 163 Menschen tödlich. Seit 2007 liegt die Zahl der Toten immer unter 60. Die Zahl alleine sagt wegen der großen jährlichen Schwankungen aber nichts über die tatsächliche Sicherheit im Verkehr aus. Deutlich wird das auch am Beispiel der Radfahrer. Seit knapp 20 Jahren sterben zwischen 6 und 24 Fahrradfahrer pro Jahr. Eine kontinuierliche Entwicklung nach oben oder unten ist dabei nicht festzustellen, obwohl der Radverkehr deutlich zugenommen hat. Viel aussagekräftiger sind die Gesamtzahl der registrierten Unfälle, Vorjahr 2016, 141.155, und besonders die Zahlen der Leicht- und Schwerverletzten insgesamt und nach Verkehrsmittel, 2016, 15.252 Leichtverletzte / 2086 Schwerverletzte. Die Werte für 2017. Das erste Jahr des Senats aus SPD, Linken und Grünen, werden von der Polizei aber erst Anfang kommenden Jahres veröffentlicht. Grundsätzlich ist Berlin wie andere Großstädte beim Straßenverkehr eher sicher. Zwar gibt es viele Unfälle, die allermeisten verursachen aber wegen der oft niedrigen Geschwindigkeiten nur Blechschäden. In Flächenländern mit gefährlichen Landstraßen sterben deutlich mehr Menschen in Relation zur Einwohnerzahl.